startet unser Experiment. Dieses Experiment wird sich ein bisschen strecken. Ihr erinnert euch, wir haben am Dienstag ein Video hochgeladen, wo wir gesagt haben, sollen wir diese Fußmaske testen? 20.000 Daumen waren gefragt und 25.000 Daumen sind eingerieselt, deswegen machen wir das. Ihr konntet auch voten, wer das machen soll, und rausgekommen dabei ist, ich und Cengiz sollen das machen, aber wir haben uns überlegt, okay. Wir spielen Schere, Stein, Papier. Und der Verlierer von uns beiden kriegt zwei Socken und der Gewinner darf eine an Jan abgeben. Okay, dann hat er das freut mich! So, Freunde, ist ja witziger, wenn wir das alle machen. Okay, natürlich bis drei wird das gemacht. Okay, los, ich weiß auch nicht, was schlimmer ist. Dann schreibt hast du einen. Jetzt in die Kommentare euren Favoriten, okay. Was ihr denkt, wer gewinnt. Wir warten ganz kurz. 5 Sekunden warten. Und Daumen hoch natürlich. Und Picobello könnte auch derweil direkt. Okay, und los geht's. Wir fangen an. 3, 2, 1. 1-0. Ich wusste es. Ich hab's gewusst. Los, 2-0. Ich wusste es. Oh mein Gott. Ich mache 3-0, Freunde, für euch da draußen. Ich hab's gewusst. Okay, ich weiß aber gar nicht, ob das schlimmer ist, weil dann hat man einen glatten Fuß am Ende und einen Hornhautfuß. Keine Ahnung. So, wir werden das Step für Step dokumentieren. Immer mal wieder filmen und dann schauen wir mal, wie hier unser gepiepte Fuß. Okay, wisst ihr, wie das funktioniert? Achso, hier ist eine Anleitung. Aber auch hier machen wir. Okay, wir machen einfach mal auf, Freunde. Seid live dabei. Riecht eigentlich nach nichts, ehrlich gesagt. Was ist das denn? Sind das diese Schuhe? Das soll irgendwie Matcha oder so. Nee, guck mal, die sind komplett voll mit so Wasser. Ach, das ist es schon gewesen jetzt. Ja, easy. Krass. Ja, an wen gehen die zwei an Jengis, ne? Ja, lol. Guck mal, wie groß die sind. Ich würde sagen, man macht so ein für vorher, nachher auch was. Welchen nehme ich denn? Rechts oder links? Ist egal, ne? Ist egal. Freunde, wo ist... Ich habe, glaube ich, einen mit einem Loch, eine Socke, dann kann ich doch direkt die Socke... Ja, hier. Die schmeißt du direkt weg. Ja, Freunde, schmeißen wir die weg. Hier, so aus. Für das Ding hat mein YouTube-Geld nicht mehr gereicht, Freunde. Boah, was ist das für eine Socke, Alter? Kannst mal einmal drauf filmen auf meinen Fussi. Hier ist ein bisschen. Ich denke, hier wird sich viel pellen. Hier habe ich auch was. Aber ansonsten hier, ja. Schauen wir mal. Das ist mein Fuß, Freunde. Hier ist Dreck, aber keine Hornhaut. Ja, doch, hier ist schon auf jeden Fall was. Ja. Bei mir ist komplett hier, guckt. Oh hier, ja, der ist am meisten. Und hier, und das hier ist der gebrochene Fuß, oder? Nicht, dass ihr meinen dreckigen Fuß sehen könnt, oder? Ja, aber da hinten ist schon was zu holen. Da ist was zu holen. Kommt mal ran hier mit der Cam, Freunde. Wir schneiden das mal auf. Okay. Und was muss ich jetzt machen? Einfach rein da. Mit rein und dann. Okay. Irgendwie gleich. Also sonst nichts. Okay. Sechs da. Okay, Fuß ist drin und jetzt? Und jetzt. Der andere. So ist okay, oder? Boah, ne, das ist Nagellackentferner, ohne Witz. Das machen wir an unseren Füßen, Alter. Ich schwör's euch, das juckt gerade so, oder? Ich hab hier noch einen. Okay, krass. Selber. Wie lange soll man den jetzt halten? Stunde. Ein Blick auf die Stoppuhr. Und los, wir sehen uns in einer Stunde wieder, liebe Freunde. So, Freunde, die Stunde ist um. Ihr seid jetzt live dabei. Wenn wir das Ganze ausziehen. Spürst du was? Also diese Flüssigkeit ist auf jeden Fall deutlich weniger geworden. Das heißt, die wurde von diesem Fuß irgendwie aufgesogen. Hier seht ihr es, das Ganze. Aber ich spüre nichts eigentlich. Also okay. Das wäre ja auch echt krass, wenn das jetzt schon nee, Wasser so, ne? Ja. Was ist bei dir? Kam eben übrigens. Die ganze Zeit haben wir an diesem Fuß gerochen. Echt? Oder? Irgendwas ist da drin, was die mögen oder was grüne Tee. Und ich unboxe meinen auch mal. Jaba. Lieber André, so ein Shampoo oder so. Was ist das? Ist hier irgendwas am Fuß? Foot. Nee, ne? Wie lange soll das jetzt dauern? Eine Woche? Bis das abgeht? 3 bis 4 Tage. Wir werden jetzt täglich dokumentieren, Tag. Freunde. Wir sehen uns morgen wieder. Okay. Yo, was geht ab, was geht ab? Es ist Freitagabend schon und ich filme hier gerade so, Freunde. Das hat natürlich einen Grund, während ich hier meine Füße unboxe. Wir hatten gerade einen Videoshoot, Freunde, für die neue Crime Collection, die ich anhabe. Und ich habe keinen Bock, mich auszuziehen. Aber das ist Top Secret, deswegen zeige ich euch nichts.
Außer meinen entzückenden Fuß. Freunde, das ist der Zwischenstand gerade, bis auf ein bisschen dreckig. Ist da nichts los? Ich muss aber sagen, dass ich spüre, dass irgendwas mit meinem Fuß ist. Also im Vergleich zu dem rechten, der hier hat ja nichts. Diese Haut, wenn ich zum Beispiel so mache, man merkt, dass die so ein bisschen lose ist, sag ich mal, wenn ihr versteht, was ich meine. Also irgendwas passiert mit meinem Fuß. Oh nein, oh, er benutzt die Kontrolle, ich kann nichts mehr tun, ich nein. Freunde, ich habe gerade bei Ball mitgespielt, Alter, komplett versagt, wirklich. Aber scheiß drauf, wir haben ja hier noch ein paar andere Themen. Für unsere Füße. Ist bei dir irgendwas? Zeig guck mal, es ist gar nichts. Mach mal ins Licht, dreh dich mal so nach links. Ja, ja, so ist gut. Also man merkt hier, das sieht so benutzt aus. Okay. So ein bisschen weißer. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das habe ich aber auch, glaube ich. Aber das ist alles. Echt? Also bei mir sonst ist da gar nichts. Hier, film mal. Sieht man das? Ja, so ein bisschen ab. Hier ist ja, so eine, das hat der andere Fuß wirklich nicht. So. Ist bei dir gar nichts, Dennis? Hier ist nee, so eine. Überhaupt nix. Seht ihr das? Mhm. Guck mal, auch hier siehst du es richtig gut. Warte. Mhm. Und ja, das fühlt ich sich so an. Also irgendwas passiert auf jeden Fall mit meinem Fuß. Ich glaube, das dauert aber noch ein, zwei Tage. So, Freunde, jetzt bin ich dran. Ich habe ganz ehrlich noch nicht nachgeschaut. Und ich bin mal sehr gespannt. So, warte mal. Ja. Schau mal, komm mal her hier. So, Freunde, kann man richtig einstellen. Entschuldigt. Wow, Alter, das ist ja krass. Seht ihr das? Warte mal. Ja, auf jeden Fall. Aber nicht so wie auf dieser Packung. Entschuldigt den Dreck, Freunde. Wir sind hier draußen rumgelaufen. Mal sehen, ob sich das in den nächsten Tagen noch ändert. Okay. Freunde, es ist was passiert. Und zwar, als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich so mein, wollte ich mich so kratzen, habe ich so gemacht. Dann merke ich so, da ist sowas. Und dann dachte ich, das ist halt einfach nur, keine Ahnung, irgendein Staub oder sowas. Dann mache ich so, gucke ich hin, dann ist alles so weiß. Hier ist, habe ich aus Versehen gejizzt, Alter. Und dann, zeig mal, ist was passiert? Was mit meinem Fuß passiert ist. Ich glaube das nicht. Dass ich das noch erleben darf. Zeig. Da ist ja voll viel rausgefallen. Hä? Ach so. Hier ist, ich hab das schon so ein bisschen abgemacht. Ey, wir sehen das jetzt erst. Hier solche Hautdinger. Und hier ist. Aber das ist ja jetzt nicht wirklich, dass da sich das so mega pellt, oder? Ja, ich hab das ja schon ein bisschen abgemacht. Mag ich manchmal den hier. Hier, guck mal, hier siehst du es. Hier auch. Heftig. Krass, dass das einfach alles abgehört, einfach so. Aber ich glaube, das wird trotzdem noch krasser. Ist noch nicht so heftig, aber ist schon krass. Zeig mal. Okay. Freunde, es ist gerade passiert. Wir gucken gerade hier das WM-Spiel, 90. Minute, 1-0 Mexiko. Und da habe ich mir ein Fußbad gegönnt. Und schaut euch das mal an. Sau eklig. Hier nicht so viel am Ding, aber hier, guck mal. Krass, es passiert was, Freunde. Wird noch mehr passieren. Wir erfahren es jetzt. So, kleiner Dexter, weißt du, wofür es Zeit ist? Das stimmt, liebe Freunde. Bei wem wollen wir nachgucken? Ja, bei Cengiz. Das stimmt, Freunde. Gut gemacht, kleiner Dexter. Noch einen kleinen Sprung. Hui! Das habe ich ihm beigebracht. Freunde, kennt ihr diese Pferde, die immer so Hürden springen? Dexter ist hui! Perfekt, geile Sache. So, Freunde, es ist Tag. Dum, dum. Ihr habt es gestern bei mir gesehen, mein Fuß hat sich nochmal sehr stark gepellt und das war direkt, nachdem ich ein Fußbad genommen habe, Freunde. Ja. Und gerade wurde gesagt, hier gibt's was zu sehen.
Was ist hier los? Sonja, schaut euch das mal an hier. Okay, warte, ich zoome mal drauf. Komplett, es pellt sich hier alles ab. Oh, heftig. Voll eklig, Alter. Warst du duschen? Nee, heute noch nicht. Krass, weil ich war eben duschen und bei mir war das genauso. Wir haben alles befolgt, so wie es gesagt wurde. Und es hat sich auf jeden Fall gepellt, aber nicht ansatzweise so krass wie auf der Verpackung. Ja. Oder in anderen Videos, die wir gesehen haben. Kann sein, dass wir ein anderes von einem anderen Hersteller was hatten. Ich habe ein Babyglatten. Also hier sind, seht ihr das? Das ist so, der weiß nicht so genau, was der machen soll. Der Fuß, aber es ist auf jeden Fall nicht so. Ja, das ist bei mir ähnlich. Freunde, hier seht ihr es. Da, das sieht genauso aus wie bei André. Irgendwie so eine Phase zwischen ab und nicht. Ja, also, ja, Freunde, wie eine Schlange ist das ein bisschen. Erstmal einen Daumen hoch für mehr Experimente. Wir haben noch ein paar Ideen im Repertoire. Ich denke mal 20.000 ist schaffbar. Und ganz, ganz wichtig, es kam eine Crime Time raus, Freunde. Was für eine... Geister. Dinge, die nie passieren, Teil 3. Dinge, die nie passieren, Freunde. Heißt also rübergehen, Freunde, die Picobello Gang am Start in die Kommentare. Ganz wichtig, Freunde, Mittwoch um 16 Uhr ist es endlich soweit. Die Crime-Kollektion, die neue Crime-Shop-Kollektion kommt raus. Mittwoch 16 Uhr, stürmt alle auf den Shop. Eine sehr nette Kollektion geworden, Freunde. Werden wir euch natürlich noch vorstellen. Wir sehen uns wieder morgen, Freunde, hier auf ApeCrime TV, den immer noch besten Kanal auf YouTube. Und jetzt auf ApeCrime. Let's go! We'll be right back.